Ja, hallo Leute, damit begrüße ich euch erstmal zu einem kleinen Indie-Let's Play. Das Spiel heißt The Train, es ist kostenlos runterzuladen. Ich habe es gefunden, ja, ein kostenloses Horrorspiel. Da habe ich mir gedacht, okay, wir testen es einfach mal an. Es ist nicht groß, es ist knapp, ich glaube 700 MB groß, wenn man es runterlädt. Es geht wahrscheinlich so um die 40, 50 Minuten, sage ich mal. Es ist auch schon älter, 3 Jahre oder so. Ich weiß nicht genau, worum es hier geht. Aber wir werden es auf jeden Fall rausfinden und ich hoffe, ihr seid dabei, wenn wir uns hier gemeinsam durch den Zug hangeln, ja, durch den Zug bewegen. Ich weiß überhaupt nicht, was hier passiert, was auf uns wartet. Wir werden es sehen. Okay. Also machen wir mal die erste Tür auf. Es ist tierisch laut hier drinne. Ich glaube, ich muss mal so ein bisschen den Ton vielleicht runterdrehen. Ansonsten erschrecke ich mich hier noch richtig derbe. Wartet mal ganz kurz. So ein bisschen den Ton runterdrehen, genau. So, okay. Ja, was sollen wir hier machen? Ich muss erst mal selber gucken. Hier liegen überall russische Zeitschriften rum. Das Spiel scheint in Russland zu spielen. Und, ja. Wir gucken einfach mal. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert, worum es hier geht. Ich weiß es nicht. Wir müssen mal schauen. Was haben wir hier? Eine Kiste. Okay, da scheint ein bisschen Werkzeug drin zu sein in der Box. Kann die Box aufmachen und wieder zumachen. Okay, alles klar. Gehen wir mal weiter. Ja. Ein paar Whiskyflaschen hier, was auch immer. Ein bisschen Kräuterkunde. Ein bisschen was zum Saufen, falls uns übel wird oder so. Komme ich hier raus? Nein. Der Zug scheint zu fahren, also wir stehen nicht. Das ist kein. Normalerweise müsste der Zug einen Fahrer haben. Oder er ist unbemannt und fährt einfach irgendwo hin. So, hier haben wir einen Schatten von einem kleinen Kind, was nach oben zeigt. Pippi Langstrumpf, möchte ich meinen. Zeigt irgendwie nach oben. Russisch kann ich leider nicht. Vielleicht zeigt sie auf den Schriftzug oder auf irgendwas anderem. Vielleicht will die Kleine auch hier raus und zeigt auf die, auf den Notausgangsknopf. Okay, ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Erstmal nichts Interessantes auf alle Fälle, ne? Also, die Tür ist uns verwehrt. Was haben wir hier? Okay, also die Tür ist blockiert, aber wir können sie anscheinend aufbrechen mit irgendwas. Wir müssen irgendwas finden zum Aufbrechen. Jetzt stellt sich mir die Frage, was müssen wir finden zum Aufbrechen? Ich könnte meinen, dass wir vielleicht jetzt vorne zur Kiste müssen, denn da war ja sämtliches Werkzeug drinne. Aber was heißt Werkzeug? Halt ein bisschen Plunder. Und es könnte sein, dass dort vielleicht jetzt auch was drin ist, was uns helfen könnte, durch diese Tür zu kommen. Aber wir schauen mal. Wo war denn das Ding? Hier vorne. Genau, hier. Also nochmal aufmachen. Ah, jetzt haben wir einen kleinen Dietrich gefunden. Und ich kann ihn benutzen. Dann versuchen wir das einfach mal. Hier vorne benutzen. Da ist wieder Pippi Langstrumpf, zeigt nach oben. Aber da oben ist leider nichts. Zumindest nichts Erkennbares von unserer Seite aus. Okay. Tür ist offen. Perfekt. Perfekto. Ich habe auch keine Taschenlampe oder so. Ich kann hier, glaube ich, auch eigentlich nichts machen, außer interagieren mit den Türen und was aufheben, aber ich habe hier nicht irgendwie eine Waffe oder irgendwas. Mit einer rechten Maustaste kann ich irgendwie hier so ein bisschen zwinkern. Falls ich Angst kriege, mache ich einfach die Augen zu. Das macht sie ja auch immer gut. Habt ihr das gesehen? Das Fahrrad hat sich bewegt, das Dreirad. Oder das sind komische Stimmen in der Luft. Was ist das hier alles? Ist das so Rauch oder was, was hier so in der Luft schwebt? So ein bisschen Rauch? Wow. Ich kann auf alle Fälle die Klingel benutzen. Hier haben wir ein komisches Kuscheltier und abgeranzte Sitze. Ja. Den Ball können wir anscheinend aufnehmen. Was bringt uns das jetzt hier? Hä? Keine Ahnung, was wir nun machen müssen. Ich
kann ihn bloß aufheben und fallen lassen, ich kann ihn aber nicht werfen. Okay. Anscheinend haben wir so einen kleinen Rückblick oder was weiß ich. Wir sind jetzt auf jeden Fall woanders. Ich täte mal sagen, wir sind zu Hause oder wer auch immer wir sind. Ich weiß nicht, ob wir erwachsen sind, ob wir ein Kind sind. Von der Größe her würde ich sagen, wir sind ein Kind. Hier haben wir ein Familien. Ja. Osama Bin Laden ist auch drauf. Tochter scheint krank zu sein, wenn es die Tochter ist. Auf jeden Fall hat sie sehr kurze Haare. Das haben wir hier. Hier kommen wir leider nicht rein. Hier haben wir nochmal den Ball, den wir aber hier nicht aufnehmen können. In der Vision, in dem Traum. In der Tür kommen wir auch nicht rein. Okay. Hier liegt wieder ein Zettel, den wir nicht anschauen können. Das Dreirad mit der Klinge. Aber auch die Klinge können wir hier nicht betätigen. Und hier ist ein Kuchen. Ein gruseliges Kuscheltier. Nee, irgendwas Komisches vor sich her blabbert. Da ist der Badaduck, ja. Hier haben wir ein Zettelchen und wieder so ein Kreuz. Das haben wir hier. Glückliches Kind, Eiscreme an einem heißen Sommertag, ein Geschenk unterm Weihnachtsbaum in einem neuen Jahr, aber nichts kann die Liebe von Mutter und Vater ersetzen oder ist so gut wie die Liebe von Mutter und Vater. Okay, zwinkern wir mal kurz. Nope. Und plötzlich ist die hübsche Musik weg. Es wird ruhig und vielleicht kommen wir jetzt hier in die Tür rein. Unser Traum wird beendet. Und wir sind wieder zurück in den Zug. Was können wir jetzt hier? Also da haben wir wieder so ein... Oh, Alter, die Stimmen kommen von links und rechts hier, Dolby Surround. Ja. Da haben wir nochmal ein kleines Mädchen, was hier so ein bisschen auf den Karton sitzt. Was auch immer uns es jetzt sagen soll. Ich weiß nicht, was diese Schatten uns sagen sollen. Hier haben wir eine Kiste mit irgendeinem Plunder drinne. Da haben wir auch noch mal ein kleines Krabbelmädchen. Ist das Spielzeug? Das ist Kinderspielzeug, oder? Spielzeug für ein Kind. Da haben wir wieder dieses komische Kuscheltier. Aber wir können diesmal nichts mit anfangen. Schaut draußen auch sehr idyllisch aus. Ja, es ist ziemlich viel los. Ich weiß gar nicht, ob wir hier gerade über einen See fahren oder so. Auf jeden Fall sieht es nicht so aus. Naja, ist ja auch wurscht. Ist ja auch wurscht, ja. Wir wollen ja hier... Was ist das? Also auf jeden Fall wackelt das Schaukelpferd und da sitzt jemand. Okay, dadurch, dass man dieses kleine Mädchen oder den kleinen Jungen jetzt gesehen hat, konnte man so ein bisschen vorahnen, sag ich mal. Wo müssen wir denn jetzt hin? Ah, hier ist wieder ein Kreuz. Was ist hier? Some contacts are broke. Okay, einige Kontakte sind getrennt. Aber wo müssen wir jetzt hin? Wir müssen jetzt wahrscheinlich wieder so ein bisschen Plunderzeug finden. Hier gehe ich mal davon aus. Hier so eine kleine Zeichnung auf dem Boden. Hier haben wir so... Was ist denn das? Eine Katze oder was?
Eine zerbrochene Scheibe. Sieht so aus, als wenn dieses Abteil jetzt ein bisschen verwahrlost ist. Ja, da fehlen irgendwie die ganzen Sitze. Aber wir kommen ja auf jeden Fall rein. Ich gehe lieber wieder zurück. Da hinten, da läuft ein Kind um, ja? Da laufen mehrere Kinder. Sind die hier gefangen oder was ist das? Was soll mir das hier sagen? Was liegt hier? Da, was ist denn los, Alter? Wow. Ach so, ich darf anscheinend nicht gegen die gegen kommen oder was? Ich muss um die rumlaufen oder wie? Ich darf mit denen nicht in Kontakt kommen. Alter, ich habe keine Ahnung, wo ich hin soll hier. Keine Ahnung, wo ich hin muss. Komm, mach die Tür auf. Wow, 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 was ist denn los? Sag jetzt nicht, ich bin tot gegangen. Bin ich jetzt echt verreckt? Alter. Ich erschreck mich da jedes Mal, wenn das komische Kind auf mich zugelaufen kommt hier. Okay, lass mich mal kurz studieren, wie die hier langlaufen. Vielleicht jetzt einfach so mal hier durchlaufen? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Mach die Tür auf. Los, 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 los. Lass mich durch. Alter. Puh. So ein kleines bisschen Gänsehaut, muss ich sagen, habe ich ja irgendwie. Obwohl jetzt bis jetzt noch nichts großartig passiert ist. Besser, ich schließe die Tür von innen. Welche Tür? Die hier? Diese Tür hier von innen schließen? Oder die hier? Die kann ich doch nur aufmachen, die Tür. Keine Ahnung, ich kann die Tür irgendwie nicht zumachen. Ich kann nicht mit dieser Tür interagieren. Ich gehe einfach mal weiter. Ich habe keine Ahnung. Was passiert jetzt? Ich glaube, ich hätte die Tür irgendwie zumachen müssen. Besser, ich schließe die Tür mit irgendwas von innen. Ja, aber wie denn? Ich hab doch nichts. Wie so ein kleines Stück Werkzeug oder irgendwas? Wenn ich jetzt weitergehe, bin ich schon wieder down hier, ne? Ich würde ja immer noch gerne wissen, was es mit diesem elektrischen Kasten auf sich hat. Aber ich finde hier irgendwie kein Werkzeug, um da irgendwas mit zu machen. Und die Türen hier kann ich nicht anfassen, die kann ich nicht zumachen, ich kann gar nichts mit denen machen. Ne? Habe ich hier vielleicht irgendwas vergessen? Da liegt eine Axt. Die Axt brauche ich. Ich brauche die Axt. Denke ich. Ich denke, dass ich die Axt brauche. Ich weiß es nicht genau. Komm, schnell, schnell. Komm, 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 komm. Nein! Oh, Mist. Mann. Also gut, dann wieder von vorne. Ich habe keine Ahnung. Also wir brauchen, glaube ich, die Axt. Mann! Ich kann die Axt aber auch nicht aufnehmen. Hä? Was ist denn mit dem hier hinten? Hä? Was soll ich hier denn machen? Vielleicht muss ich auch... Was ist denn hier mit den elektrischen Kasten eigentlich? Was muss ich denn hier machen? Was ist denn hier mit den Kasten hier los? Wo war denn der Kasten?
Hier liegt Kreide. Da ist immer noch das Schaukelpferdchen, mit dem ich leider nichts anfangen kann. Ein Rad, das Kuscheltier. Spielzeug. Und hier haben wir wieder den Kasten. Aber was mache ich mit dem Kasten? Jetzt kann ich da gar nichts mehr mitmachen, ne? Kann ich mich irgendwie ducken oder so? Nee. Kann hier aber auch nichts nehmen. Alter. Was war das denn jetzt? Ist die Tür jetzt bloß Zugang? Vielleicht muss ich mit dem Ball hier irgendwas machen? Was muss ich denn mit dem Ball machen? Hier gegenwerfen? Nee. Was bringt mir denn der Ball? Was bringt mir der komische Ball? Ist hier vielleicht irgendwas drin? Nee. Kann ich da gegen die Kinder hier irgendwie vorgehen oder was? Boah, verzieh dich, Mann. Alter! Hä, was ist denn das? Was soll ich denn da machen? Ich muss irgendwie die Tür verschließen von innen. Aber wie? Also der Ball, der liegt noch hier. Mensch, Alter! Diese räudigen Kinder, ne? Mach die Schotten auf hier. Jetzt lasst mich hier bloß in Ruhe und jetzt schließt die Tür wieder. Jetzt ist die Tür zu und ja, und nun? Ja, aber wie schließe ich denn die verdammten Türen? Wie schließe ich denn die Tür? Schafft es nicht. Jetzt ist doch das wieder zu Ende, wenn ich hier weitergehe. Jetzt kann ich komischerweise weiterlaufen. Also gut, jetzt suchen wir mal schnell was, um irgendwie die Tür hier zuzumachen. Was auch immer wir da gebrauchen können. Oder benutzen können. Was haben wir hier? Ein Buch? Okay, manche haben irgendwie Glück, streng geboren zu sein. Sind stolz darauf, frisches Fleisch zu essen. Und manche essen Aas, wenn sie in einem Loch geboren oder in einem Loch geboren wurden. Okay. Bringt mir jetzt leider nichts. Was kann ich denn hier unten mit dem Buch machen? Was hat denn das damit hier mit dem Buch auf sich? Muss ich das hier vielleicht so ins Licht legen? Was bringen mir denn die ganzen Gegenstände hier, wenn ich mit denen nichts machen kann? Ich kann die zwar aufheben, aber... Ich sollte die Tür schließen, ich weiß aber nicht, wie das geht. Keine Ahnung, wie ich die Tür schließen kann. Mit den Schränken hier kann ich nichts machen. Was ist denn, wenn ich hier jetzt einfach mal weitergehe? Wenn ich versuche, durch diese Tür hier zu gehen. Okay, wir haben wieder einen kleinen Traum. Der Traum geht weiter. Wir sind wieder zu Hause. Im Zimmerchen. Und jetzt können... Ein Kind weint. Ins Wohnzimmer kommen wir nicht rein.
Alter, der schlägt die Kleine, ne? Der schlägt die Kleine, ne? Wow. Wow, Alter. Komme ich hier jetzt rein? Kann ich den Bastard Windelweich prügeln? Bestimmt nicht. Mai 2001 höchstwahrscheinlich, keine Ahnung. Toilettentür kommen wir auch nicht rein. Ist gerade besetzt. Ist gerade jemand auf ein Scheißhaus. Okay, der Traum ist wieder beendet. Also es sieht so aus. Speicherung. Oh, da sind Leute. Es sieht so aus, als wenn... Ich gehe mal davon aus, dass wir vielleicht das Kind sind und wir durchleben jetzt nochmal so ein bisschen unseren Lebenszeitraum, ja. Also wir wurden als Kind höchstwahrscheinlich geschlagen vom Vater, haben so ein bisschen... Oder vielleicht war es auch die Mutter. So traumatische Kindheitserinnerungen. Wird sich noch aufklären, hoffentlich. Ich blick noch nicht so ganz durch. Okay. Hey, Kumpel. Wie siehst du denn aus? Ist das so Summer vom Foto? Nee. Hallo, Leute. Ich bin froh, euch zu sehen. Alter, endlich habe ich mal hier ein paar Leute gefunden. Ja, ich bin nicht mehr so allein. Hallo, hübsche Lady. Schnarcht hier einer? Okay, die sind alle irgendwie beschäftigt. Die sind gerade... Wow. Was muss ich jetzt machen? Was muss ich machen? Scheiße, scheiße, scheiße. Was soll ich tun? Nein. Oh, fuck. Diesen Albtraum, Fantasie... Oh, scheiße. Sie existieren nicht. Sie existieren nicht. Steht da. Sie existieren einfach nicht. Ich habe Gänsehaut. Ich renne einfach ganz schnell hier durch. Ist mir scheißegal. Ich renne einfach ganz schnell hier durch. Lasst mich durch. Lasst mich durch. Verpisst euch hier, ihr scheiß Puppen. Verpisst euch. Nein. Vielleicht müssen wir auch irgendwas... Was ist denn nur los hier, Alter? Greifen die mich jetzt an? Nee, jetzt ist die Tür offen, ne? Jetzt kann ich wieder zurück. Nein, nein, da vorne sind wieder diese komischen Puppen, wo ich nicht weiterkomme. Warum nicht? Was soll ich tun? Was soll ich tun, verdammt? Komme ich hier dann weiter? Lass mich durch! Nein, dreh wieder um, dreh wieder um. Alter, die Musik ist so psycho. Ist die Musik jetzt vorbei? Oh, ich hab einen Hammer. Piss dich! Hau ab, du Drecksviech! Ich schlag dich kaputt mit meinem Vorschlaghammer. So, und jetzt lasst mich durch hier. Aus dem Weg! Alter, krieg ich... Oh, ich muss die kaputt machen, glaube ich. Was lachst du denn so blöd, Mann? Nun komm her, du Drecksviech. Warum kann ich den nicht kaputt machen? Alter Schwede, was ist denn das für eine Kacke? Warum konnte ich den jetzt nicht zerstören? Ich habe doch die ganze Zeit auf den eingeschlagen, oder nicht? Vielleicht jetzt nochmal? Alter! Alter, das ist total psycho hier, ne? Mann, hau ihn kaputt! Wow, Alter! Ich hab Gänsehaut, ich hab wirklich Gänsehaut, obwohl es eigentlich nichts Schlimmes ist, ne? Kann ich die Tür nicht zumachen? Die Tür zu! Scheiße, scheiße. Unten liegt noch ein Kopf. Oh, ich brauche noch einen Kopf, ich muss beide den Kopf aufsetzen. Oder? Oh ja, Gott sei Dank, wir sind durch. Und jetzt? Was soll ich jetzt machen? Oh, Alter, wir sind wieder zurück im Kindheitstraum hier. Es ist ja ein Albtraum quasi, ne? So, wo sind wir jetzt? Wo sind wir jetzt?
Wir scheinen irgendwie in einer U-Bahn oder irgendwie sowas zu sein.